Hallihallo Leute, ich bin's wieder, euer IVSim2 Let's Play. Und es geht mal wieder weiter mit Battlefield 1942. Und zwar auf der Karte Omaha Beach. Ziele: Die deutschen Verteidigungen sind stark. Ein entschlossener Angriff und wir kommen von diesem Strand runter. Wenn wir alle feindlichen Außenposten einnehmen können, haben wir diesen Kampf gewonnen. Besprechung: Operation Overlord, die alliierte Landung in der Normandie, kurz bevor und mit ihrer entscheidenden Phase des Kampfes gegen Deutschland. Während sich die deutsche Führung dank der gestreuten Fehlinformationen der alliierten Geheimdienste auf eine Invasion bei Calais vorbereitet, bewegt sich die Eversonsflotte auf weite südlich gelegene Strände bei Cherbourg und Le Heur zu. Mit dem Entschluss der Alliierten zum Angriff wurde ein noch nie dagewesene Streitmacht mobilisiert. Über 4000 Schiffe befördern 175.000 Männer mit Material an die Küste der Normandie. Während eine Einheit der Vorhut auf den Strandabschnitt Omaha Beach zusteuert, wird den Männern in den Booten bewusst, dass ihnen keine leichte Aufgabe bevorsteht. Trotz intensiver Bombardierungen der Küstenbefestigungen warten oberhalb der Klippen ein gut gerüsteter Gegner auf sie. Ja, das ist die Schlacht um Omaha Beach. Soweit ich weiß, gab es da schon eine Landung. Aber das schlug ja fehl. Soweit ich weiß. Und Operation Overlord. Das war der Versuch, Frankreich von den Nazis zu befreien. Das war so. Und im Zweiten Weltkrieg natürlich war es natürlich sehr schwer, die Deutschen zu schlagen, weil die Deutschen hatten einen hohen technologischen Vorsprung am Anfang natürlich und hatten auch tolle Infrastruktur. Sie waren einfach perfekt vorbereitet und ihre Küstenbefestigungen, die waren einfach der Hammer. Die waren einfach unglaublich stark. Man nennt die auch Hitlers Atlantikwall. Warum Wall? Weil die deutsche Verteidigungslinien, besser gesagt, ja, Küstenbefestigungen, die waren einfach so stark, als würdest du selbst gegen eine Mauer rennen. Und die alliierten Truppen mussten deswegen sehr viele Truppen mobilisieren, um überhaupt den Gegner nahe treten zu können. Ja, hier ist es jetzt im Battlefield geglückt, das ist auch im Anleben geglückt. Die Deutschen. Ah, fuck, Alter, dieser Panzer. Hallo! Komm her! Okay, das war's. Meine Granate, du Hurensohn, welche Probleme? Auf jeden Fall war es so: Das ist der Zweite Weltkrieg, wie die Deutschen einfach eine Niederlage brachte. Wer war schuld? Das war Hitler natürlich, der natürlich die Schuld, aber es war ja natürlich nicht er alleine, da gab es noch mehrere andere. Da gab es noch Josef Goebbels und wie wenig auch alles nicht weiß. Man muss noch ganz ehrlich sagen, es war auch die Schuld der Bevölkerung. Die Bevölkerung hätte was dagegen tun können, haben es nicht gemacht. Okay, die es versucht hatten, sind relativ schnell gestorben, aber naja. Da ist mein herzliches Beileid an Leute, die vielleicht das Video schauen und Opas, Omas oder Väter oder Mütter im Zweiten Weltkrieg gestorben sind. Es tut mir verdammt leid. Und man muss das so sehen: Krieg ist kein Spiel. Es ist kein Spiel. In Zukunft, da entwickelt sich das alles auf so eine Maschine zu, dass die Maschine vor uns kämpft. Aber Leute, dann entstehen auch Kriege eigentlich viel schneller, oder nicht? Ich denke schon, theoretisch müsste dann Kriege deutlich schneller ausbrechen. Position secured. Ah, guck mal, da habe ich seinen schönen Höhlenline abgeschossen. Ich mag die STG ein bisschen mehr als die Bar. Bisschen so, das geht auch. Oh, scheiße. So, das ist ein bisschen übel. Ha! Halla!
Hiya! Hammer. Ja, ich bin tot. Probleme. Okay, das war aber relativ schnell. Das war auch gut, ich habe jetzt richtig viel frei gemacht. Da sieht man diese Teller von Patterson's. 15-1, das ist ja der Hammer. Ich möchte auch gerne auch über den Ersten Weltkrieg reden. Aber natürlich, ohne den Ersten Weltkrieg gäbe es keinen Zweiten Weltkrieg. Wahrscheinlich. Okay, da geht es wirklich keinen Zweiten Weltkrieg. Aber ohne den Zweiten Weltkrieg würde es trotzdem noch einen Zweiten Weltkrieg geben. Aus dem folgenden Grund, weil auch wenn, sagen wir mal, Deutschland hätte einfach, wäre nicht so, die wären nationalsozialistisch, lassen wir die so sein. Und die wollen auch keine Gebiete, die sind so geblieben, wie sie sind. Da wäre auch der Problem zwischen die UdSSR und die Nazis, sage ich schon, und die Alliierten. Das gäbe es ja auch noch. Das sind ja ideologische Feinde. Rein theoretisch dürften die überhaupt nicht befreundet sein. Fuck. La! Scheiße, Alter. Okay, die haben mich gesehen. Mann. Jetzt die Scheiße nachladen, toll. Nein, der Wichser! Nein! 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 Ich hab so einen fetten Kloß in meinem Hals, Alter. So Deep Throat Aktion des Todes. Ich bin noch gerade erst aufgestanden. Meine Stimme ist ein bisschen tiefer. Weil, naja. Du schläfst ungefähr 18 Stunden. Ach, was mach ich mir jetzt was vor? Ich bin um 3 Uhr eingepennt. Und ist jetzt ungefähr 12:35 oder so. War's doch nicht mehr. Heute nehme ich auf jeden Fall viele Parts auf. Für euch. Heute bin ich in so einer Informationslage. Haha. Und Mann, warum? Ich hasse euch! Mann, warum kannst du dich werfen, du fette Sau, Alter? Ohne Witz. Ja, ich weiß, es kam jetzt ein bisschen zu spät, aber naja. Was will man machen? Warum kapern die mir immer die Panzer weg, diese Lappen? Könnt ihr nicht Deutsch reden? Die Pistole sieht geil aus. Ich finde die Pistole voll cool. Die ist voll cool, tool. Jetzt geteabagt werden. Ah! Guck mal den hier an. Guck mal. Das ist eine Schildkröte. Guck mal, eine Schildkröte. Lauf, du Schildkröte. Lauf, du Schildkröte. Boom, bitch. Jetzt, Alter, Scheiß, der auf die Wand da, wie knapp wird es denn? Ja, klar! Fuck, ich bin tot. Ich bin mir ziemlich sicher, ich sterbe jetzt gleich. Egal, YOLO. Ah! Alter. Wie ich abgeschossen wurde. Wie so eine Kartoffel. Katjoschka. Ja, wie soll man auch da durch, bitte? Ja, spawn noch wieder da hinten. Ja, ist doch toll. Gucken. Da vorne sind noch Gott sei Dank die Panzer, das ist gut.
Wenn der hier keine Scheiße bauen würde, wären wir ziemlich sicher vorne. Alter, sind die die sind so behindert, Mann. Mann, ey, diese Scheiße. Nimm diese verfickte Granate raus. Bist du doof? Bist du Wabel, Hurensohn? Egal, Spawn ist da hinten. Und ich warte auf den Moment. Bis ein Panzer spawnt. Schalalalala. Bis ein Panzer spawnt. Schalalalala. La. Voll die Scheißwaffe eigentlich. Selbstzerstörung aktiviert. Panzer! Das ist meiner, du Hurensohn. Okay. Komm rein. Komm rein, du. Ich hab einen speziellen Platz für dich in meinem Panzer. Hä? Ey, warum hat's Damage gekriegt, Mann? Mann, ah. Oh, du bist ja schwul. Danke, du auch. Ja, Mann, fick dich. Was ist das für ein Ding, ey? Fettes Peter die Peterwurst oder was? Peter von Peterwurst. Ja, wenn ihr hier ganz herumlungert, wie so Krüppel, dürft ihr euch ja nicht wundern. Hier ist ja keiner. Ihr behinderten Wichser. Habt ihr das gehört? Oh, damn. Fuck, nein! Dieser Walter von Hurensohn. Aber wenigstens der Panzer jetzt weg. Das ist gut. Das ist Arsch. Wenn dieser Fettsack sprinten könnte, wäre es so cool. Aber nein. Das ist ja Battlefield. Das geht nicht. Nein. Wird ja das Atem zum Ersten Weltkrieg ausblühen. Also damals, da waren wir in Schützengräben und die sind rausgerannt. Voll Jolos, ey. Guido Fink. Hä? Was ist das für ein Name? Eigentlich Gideon. Gideon, haha, Gideon. Bitte mach jetzt keine Scheiße, du Krüppel. Der macht eine Scheiße, Mann. Lass mich rein! Winnie, du Hurensohn! Mann, Winnie, du Wichser, Mann! Der Hurensohn kann nicht über den Panzer lenken! Wie dumm muss man sein? Was ein Spastiker einfach. Das ist so ein streckiger Spastiker. Ey, ich hasse auch diesen verdammten Spawnpunkt, gell? Das ist so ein schwuler Spawnpunkt. Und dieser Hurensohn, Mann, ey, ich sag, steig aus! Du Dreckslappen, Mann! Boah, ey, wenn es im echten Krieg gewesen wäre, ich hätte in so einen gescheuert und dann einfach eine Pistole in den Hals gesteckt. Dann hätte ich rausgeschmissen. Wie in GTA. Ja. Ja! Genau! Genau, Mann! So ist es! Komm schon, beeil dich, Mann! Ja! Ja, toll! Fick dich einfach! Jetzt lauf doch, ihr Lappen, Mann!
Wie schnell sterbe ich? Auch einen Schuss? Was ist das denn? Dieser Hurensohn wartet da schon wieder! Mann! Diese dumme Scheiß-KI, Mann! Die sind doch behindert! Ja, Arthur, jetzt raus, mein Panzer, Schlampe. Gott sei Dank ist ein Hurensohn tot. So! Jawohl. Du. Mann! Fick dich! Scheißdreck, Mann! Guck mal, was sind das für ein Scheiß-KI? Was ist das, Mann? Entwickelt die KI einmal euren Scheißleben richtig, ey! Scheißhaus 12 Jahre alt! Diese Kacke! Ohne Witz, das ist doch schwul. Das sind doch voll die Wichslappen. Mann, ey, das sind doch behindert. Das sind doch richtig behindert. Ach. Guck mal, was ist das? Bist du in der Behindertenschule oder was? Was? Ey, fick dich doch, da schießt der Wichser mich an. Dieser Hurensohn Vini, ey, ohne Witz, den schießt jetzt sowas von an. Wenn... Oh, Vini, du Wichser, ey. Vini Sex, was ist das für ein schwuler Name? Bist du eine Trans oder was? Bastard, Alter. Boah, geht's einem auf den Sack. Diese Scheiße, die mir gerade so auf den Sack. Guck mal, ey, was ist das schon wieder für eine Hartz-IV-KI? Sind die dumm? Steig aus, Hurensohn. Arthur, du kannst gar nichts. Raus. Behinderter, Alter. Wer da Probleme hat zu fahren, das ist sein Problem. Klar. Da schießt die Scheiße nicht! Was ist das denn? Boah, das ist einfach ein Panzer, Mann! Gott, fick dich! Scheißspiel. Dieser Scheißspawn-Ding, ey, das geht mir auch auf den Sack. Mann, ey, da haben wir ja echt eine geile Scheiße gemacht. Ey, leck mir doch an die Eier. Leck mich an den Klöten, du. Was soll denn das? Macht ihr eine Katjoschka nach oder wie? Nee. Ja, Katjoschka ist Kartoffel, gell? Scheiße. Ja, mit Behinderten da alle einen Punkt umzulungern. Wie so Hartz-IV-Empfänger ist auch toll. Bin ich auch. Penner. Ey, wie schlecht! Ich hab volles Leben, Mann! Und der Hurensohn trifft mich gegen zwischen Häuserspalt. Was ist das für ein kleiner Kanacke? Scheiß Zigeuner, Alter.
Ja, was machen die? Ey, seid ihr wirklich so dumm? Oh. Ich muss immer Hass ausatmen wegen diesem Kackpenner. Wartet. Psch, ah! Psch, ah! Ich hab gesagt. Halt's Maul, Alter! Psch, ah! Psch, ah! Psch, ah! So. Psch, ah! Psch, ah! Oh, wartet, ich muss noch was machen. Ah, ja, genau. Nee, ist immer noch nicht fertig. Ja, ich muss nachladen. Ja, danke, danke, danke. Ey, dass du auch einen Schuss brauchst, bis du tot bist, ist auch schon nett, ne? Komm, schieß die letzten drei Deutschen ab. Ist denn schwer? Ey, dass sie wirklich so inkompetent sind, die scheiß Amerikaner. In dem Game. Das ist schon toll. Traurig, ey. Traurig. Die dümmste KI aller Zeiten. Jetzt werde ich mal einfach eine Granate auf gut Glück. Ja, genau. Gewonnen. Großer Sieg. Omaha Beach war die Hölle. Während die deutschen Küstenbatterien die Landungsboote beschossen und viele versenkten, führen die auf den Klippen stationierten Scharfschützen mit dem Massaker fort. Indem sie die zum Strand wartenden Männer von oben erschossen. Trotz unvorstellbarer Verluste konnte die amerikanischen Truppen schließlich den Brückenkopf sichern. Dieser Sieg wird keiner der Männer, die so hart um Omaha Beach kämpfen, niemals vergessen. Okay, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Gebt ein Abo, gebt ein Like. Und ciao und auf Wiedersehen. Euer EV aus dem 2SBank.